Es ist eine wahre Höllenmaschine. Der stärkste Röntgenlaser der Welt heißt European X-Fell. Steht in Hamburg und hat 1,2 Milliarden Euro gekostet. Nach 8 Jahren Bauzeit geht er jetzt in die heiße Phase. Mit Hilfe von ultrakurzen Laserlichtblitzen im Röntgenbereich ermöglicht er internationalen Forschungsteams einen bislang unvorstellbaren Blick in die Nanowelt. Wie er genau funktioniert, welche mysteriösen Dinge er sichtbar machen wird und alles, was er sonst noch zum stärksten Laser der Welt wissen müsst, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist der European X-Fell. Die Abkürzung steht für X-Ray Free Electron Laser, also auf Deutsch in etwa röntgenlichtfreie Elektronenlaser. Mithilfe von ultraschnellen Röntgenblitzen soll in der Anlage das sichtbar gemacht werden, was bislang im Verborgenen blieb. Eines der ersten Experimente beispielsweise dreht sich um Proteinstrukturen. Auch das Filmen von chemischen Prozessen ist geplant. Beteiligt sind zum Beispiel Forschungsteams von deutschen Elektronensynchrotron, DESY in Hamburg. Stolze 1,2 Milliarden Euro hat die Anlage gekostet. Sie befindet sich zum größten Teil unter der Erde. Der Lasertunnel ist 3,4 Kilometer lang und führt vom DESY in Hamburg-Bahrenfeld nach Schenefeld in Schleswig-Holstein. Beteiligt sind 11 europäische Länder, zu fast 60% wird es von Deutschland finanziert. Dahinter folgt mit knapp 30% Russland. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka hat den Röntgenlaser als eine weltweit einzigartige Anlage der Spitzenforschung bezeichnet. So funktioniert der Röntgenlaser European X-Fell. Es ist ein bisschen wie beim Arzt. Haut, Muskeln und Fett verhindern die Diagnose, ob das Bein gebrochen ist oder die Rippe und so weiter und so fort. Auch der Röntgenlaser European X-Fell soll Dinge sichtbar machen, die uns bisher verborgen geblieben sind. Er funktioniert allerdings wie eine überdimensionale Lupe oder ein Megamikroskop, wie es bisher noch nicht da gewesen ist. Um das möglich zu machen, sorgt zunächst ein Teilchenbeschleuniger dafür, dass Elektronenwolken aus einem Stück Metall herausgelöst und beschleunigt werden. Auf einer Strecke von 2 Kilometern erreichen sie dann fast Lichtgeschwindigkeit. Die Elektronenwolken sind also unvorstellbar schnell und energiereich. Spezielle Magnete bringen sie dann in einen Zickzackkurs, sodass die Elektronen Licht abstrahlen. Das Licht ist schneller als die Elektronen und überholt sie deswegen. Dadurch werden einige Elektronen abgebremst und langsamer, andere werden schneller, ändern ihre Bewegungsrichtung. Es bilden sich Gruppen bzw. Scheiben, die alle im gleichen Takt strahlen. Die so entstehende Röntgenstrahlung wird durch die Wechselwirkung mit den Elektronen immer stärker. Röntgenblitze entstehen. Unglaubliche 27.000 intensive Röntgenblitze pro Sekunde sollen im European X-Fell entstehen. Sie sind unfassbar kurz, dauern weniger als 100 Billiardstel Sekunden und haben eine Wellenlänge von bis zu einem Zehntel Nanometer, also so viel wie etwa der Abstand zwischen zwei Atomen in einem Molekül. Und das ist genau der Punkt. Mit diesen Blitzen können jetzt unglaublich kleine Strukturen, Moleküle zum Beispiel, beobachtet werden. Nur um das unglaublich daran nochmal zu verdeutlichen, berechnet man die Blitze auf einen Quadratzentimeter Fläche, sind sie 10 Trilliarden Mal intensiver als das Sonnenlicht. Wirklich absolut unvorstellbar. Diese Röntgenblitze werden dann auf verschiedene Instrumente geleitet, an denen Experimente durchgeführt werden. Das wird mit dem European X-Fell erforscht. Zusammengefasst können Forschungsteams mit dem Röntgenlaser all diejenigen winzigen Dinge messen und analysieren, die bislang als nicht messbar galten. Zudem können superschnelle Prozesse und extreme Zustände erforscht werden. Spannend also für viele verschiedene Wissenschaftsgebiete, unter anderem für die Chemie, Physik, Biologie, Astronomie. Insgesamt stehen 6 Instrumente zur Verfügung, an denen internationale Forschungsteams experimentieren können. Biologinnen und Biologen zum Beispiel können so Molekülstrukturen herausfinden. Der Röntgenlaser macht das Unmögliche möglich. Brauchten Forschungsteams bislang Moleküle in ihrer kristallinen Form, um ihre Atomzusammensetzung zu entschlüsseln, ist dies durch den European X-Fell auch so möglich. Entweder durch sehr kleine, qualitativ minderwertige Kristalle und manchmal braucht es noch nicht mal die, um eine Molekülstruktur zu offenbaren. Langfristig könnten diese Experimente dann natürlich auch über die Grundlagenforschung hinausgehen, denn durch die Aufklärung von Protein-Molekülstrukturen beispielsweise lassen sich neue Arzneimittel entwickeln. Die Forscherinnen und Forscher denken zum Beispiel ganz konkret an neue Schmerzmittel oder Mittel, die Antibiotikaresistenzen überwinden könnten. Auch im Bereich der
der Chemie leistet der Laser Sensationelles. Mit ihm lassen sich bislang nicht messbare chemische Reaktionen entschlüsseln. Beispiel Chemieunterricht. Manche chemische Reaktion kennt man aus dem Unterricht. Die ist so komplex, dass die Moleküle so schnell von einer Zwischenstufe in die nächste übergehen, dass dies von konventionellen Detektoren bislang nicht messbar war. Oder Physik. Die intensiven Röntgenstrahlen machen es tatsächlich möglich, Atome zu ionisieren, ihnen also einen Teil der Elektronen wegzuschießen. So lässt sich unter anderem erforschen, wie sich Materie in der Sonnenatmosphäre verhält. Oder aber auch die Eigenschaften von Plasma, das eigentlich nur so kurz stabil ist, dass seine Analyse bislang fast unmöglich erschien. Ihr seht also, das sind also wirklich super vielversprechende Experimente. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich auf dem Laufenden zu den Versuchen im X-Fell. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit elektromagnetisches schwarzes Loch im Labor erzeugt. Da sind einem Atom mit einem Röntgenlaser 54 von 62 Elektronen weggeschossen worden. Elektromagnetisch hat es sich dann wie ein schwarzes Loch verhalten. Also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.